herzlich willkommen zurück in der Zombie-Apokalypse. Heute zu Tag 61. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, los geht's. Let's play 7 Days to Die. Ja, schön, dass wir heute wieder zusammen diesen Tag verbringen hier in unserem Let's Play 7 Days to Die. Wir haben jetzt die letzten Tage viel geschafft, würde ich fast behaupten. Wenn man sich das so ansieht, jetzt mit Errichtung der Hordenbasis, mit Überstehen des Blutmonds. Jetzt habe ich ja schon mal angefangen, so ein bisschen ein neues Ordnungssystem zu schaffen, auch wenn ich ein bisschen abgeschreckt bin vom Aufwand. Aber wir haben auf jeden Fall einiges gemacht. Wir haben diesen Gebietsschutzblock aus dem aus der Apotheke geholt, ohne zu wissen, dass man den auch einfach bauen kann für sehr schmales Geld. Das heißt, wir können uns davon ruhig noch mal ein paar bauen. Das dauert einen kleinen Moment, aber das ist insofern sinnvoll, weil wir heute einmal ins Krankenhaus huschen wollen. Ich will das mal ausprobieren, diesen Tipp, wie man die verschiedenen Stationen abbauen kann, nämlich mit dem Gebietsschutzblock. Das war mir noch nicht bewusst, aber das schauen wir uns mal genauer an. Ja, dann würde ich vorschlagen, wir haben so ein bisschen Geld. Vielleicht fahren wir auch nochmal bei der Händlerin vorbei. Ich muss ja auch immer noch so ein bisschen hier mit Dynamit arbeiten. Wir wollen das noch ein bisschen hier ausbauen, nachdem wir gestern also unsere große Rundreise gemacht haben und dieses wunderschöne Herz gezeichnet haben. Geht es dann heute erstmal wieder ein bisschen an den Ausbau ran. Wir können aber kurz einmal nochmal die Dimension abschätzen. Wir sind ja jetzt quasi fast, ich weiß nicht, im Norden noch nicht ganz, glaube ich. Aber wir sind schon so ein bisschen einmal nach ganz in den Osten rein, ganz in den Westen rein, ganz in den Süden rein. Und können jetzt so ganz grob abschätzen, wie groß dieses Gebiet hier tatsächlich noch ist, welches wir hier erschließen können. Es ist, glaube ich, noch gigantisch. Ich weiß gar nicht, ob man das in Prozent irgendwie vielleicht messen könnte, aber ich würde jetzt mal sagen, ein Sechstel oder so haben wir vielleicht erkundet. Also da ist definitiv noch viel Spielraum für uns auszutoben. Ja, aber jetzt wollen wir erstmal schauen. Wenn wir Sachen holen wollen, brauchen wir natürlich ein leeres Inventar. Demnach könnte ich jetzt hier diese Box einfach mal nutzen für Sachen, die ich heute vielleicht noch nutzen will. Vielleicht bauen wir heute auch noch mal ein paar Beete. Ich muss mal schauen. Okay, die Schutzblöcke kann man nicht stacken, sehe ich auch gerade. Ja, ich glaube, sowas können wir auch da lassen. Was zu essen sollten wir noch mal uns einverleiben. Das ist, glaube ich, hier schon in der Futterbox. Fangen wir gleich mal an. Und ach ja, wir müssen immer noch Wasser holen. Ne? Immer noch Wasser holen. Das sollten wir heute tatsächlich mal machen, weil langsam wird es natürlich knapp. Auch wenn wir mit dieser tollen Mod, ich weiß gar nicht, wo ich sie hingepackt habe. Das fällt wahrscheinlich unter Kleidung und Mods, Waffen und Mods. Ich glaube, ich noch nicht wegsortiert. Auf jeden Fall unseren Helm derart ausgestalten können, dass wir sogar schmutziges Wasser trinken können. Ist das nicht fantastisch? Also große Filterei ist damit eigentlich hinfällig. Ja, schön. Okay, nehmen wir unser Motorrad. Ich würde vorschlagen, wir starten lieber von unten und fahren hier jetzt nicht runter. Ich baue das jetzt mal hier hin und dann düsen wir einmal kurz rüber. Das geht jetzt schneller. Die paar Meter, wenn wir die mit dem Motorrad überbrücken. Könnt ihr mir vorstellen, dass da oben auch wieder ein bisschen was los ist. Wir kennen den Spaß. Immer wenn wir größere Touren unternommen haben, ist es wie von Zauberhand immer wieder voll da oben. Jetzt gerade nicht. Okay, ich weiß gar nicht, oder war ich gestern nochmal da? Ich bin mir gerade unsicher, wenn ich ehrlich bin. So, sieht auf jeden Fall jetzt gerade ruhig aus. War ich nochmal da? Ich weiß es gerade echt nicht. Oh, guck mal, da ist tatsächlich was. Und das hier sieht aus wie ein Vogel. Da kommen auch noch mehr Vögel. Das ist wieder diese... Oh, guck mal, hier ist auch ein relativ schnelles Viech. Da wollen wir mal ein bisschen Abstand gewinnen. Ausdauer ist jetzt nicht so doll vorhanden. Also müssen wir jetzt vielleicht mal anders das handhaben. Damit wir uns jetzt hier nicht mehr Infektion einhandeln.
Das wäre natürlich ungünstig. So, einigermaßen überstanden. Okay, hier die Kollegin meint es natürlich bitter ernst mit uns. Vielleicht fangen wir gleich mal hier unten an. Genau, wir fangen gleich mal hier unten an. So, wie geht das jetzt mit diesen Gebietsschutzblöcken? Hübsch. Ich baue den jetzt einfach mal dahin. Fantastisch. Nehmen. Okay, das dauert einfach ein bisschen, aber es funktioniert. Ich bin, angetan. Das sollten wir natürlich dann vielleicht auch gleich in unserer neuen Basis machen. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wie viel das waren. Irgendwie 15 Blöcke irgendwie in jede Richtung. Ich weiß es nicht mehr genau. Kann ich die auch aufheben? Nee, Truhen wohl nicht. Entfernen. Begrenzung ausblenden. Ach so, ist sie denn eingeblendet überhaupt? Weiß man nicht. Ich nehme den einfach mal mit. Das klingt ja toll. So, ich weiß nicht, ich höre auf jeden Fall irgendwie ein bisschen Bewegung. Vielleicht ist hier oben... Ach du je, okay. Es ist wieder voll. Da sollten wir jetzt ein bisschen aufpassen. Ich glaube, da ist auch so ein verstrahlter Typ dabei. Ich weiß noch nicht genau, wie wir damit jetzt umgehen wollen. Das könnte ein bisschen haarig werden. Okay, die halten auf jeden Fall auch einiges aus. Okay, die halten sehr viel aus. Jetzt bin ich tatsächlich ein bisschen kribbelig. So einen hatten wir natürlich noch nicht am Start, ne? Das zeigt uns, dass wir jetzt langsam auch so ein bisschen weiter voranschreiten im Spiel. Und ich mir hier gerade einen Käse zusammenfahre. So, wir machen das anders. Wir müssen das also noch mal ein bisschen überlegter angehen. So, und werden mal gucken, kommen die denn jetzt hier hinterher? Ja, machen sie. Das gibt uns noch mal ein bisschen Zeit, darauf einzugehen. Das ist ja phänomenal, was die aushalten. Ich weiß gar nicht, kann man die denn überhaupt einfach so töten? Nicht, dass ich jetzt hier in eine Falle tapse. Aus der ich quasi gar nicht rauskomme. Doch, es geht. Es ist nur ein bisschen aufwendiger. Aber da habe ich, glaube ich, jetzt viel reingeschossen. Ich würde fast behaupten, mehr als in bisher alle Beeren oder so. So, da geht es aber noch weiter. Die stehen jetzt ein bisschen dumm rum. Das ist aber nicht schlimm. Triggern war so ruhig mal. Es ist nur ein bisschen schade, meine ganze Munitionsvorräte. Ich habe das Gefühl, ich habe da jetzt viel reingesteckt. Die sind schon ganz schön weit weg. Der hinterlässt zumindest schon mal ein bisschen was. Und die anderen scheinen jetzt verschwunden zu sein. So, düsen wir mal hin. Und gucken uns das ein bisschen von der Nähe her an. Jetzt ist der Sack auch noch weg. Das ist natürlich eine Schweinerei. Ich muss ja davon ausgehen, dass da jetzt vielleicht noch mehr kommt. Deswegen lasse ich mein Motorrad jetzt mal hier so stehen. Und jetzt müssen wir uns das nochmal genau analysieren hier. Das zeigt mir auch nochmal, wie gut der Schritt ist, dass wir jetzt abwandern aus dem Krankenhaus. Weil das ist natürlich nichts, was ich in meiner
in meiner näheren Umgebung haben möchte. Mit den Gebietsschutzblöcken hätte ich das natürlich klären können. Die sind ja auch genau dazu da, dass da nichts spawnt. Macht die Sache jetzt aber auch nicht wirklich besser. So, jetzt schauen wir nochmal. Ich denke, mit denen kommen wir zurecht. Da sind noch mehr Grüne. Okay, also das ist tatsächlich eine haarige Geschichte hier. Die mir so auch nicht wirklich zusagt, muss ich sagen. So, kommt ruhig her. Lauft mir hinterher. Wir machen das mal so, ich muss die jetzt ein bisschen anlocken, wenn es geht. Ach, hier ist jetzt doch der Rucksack wieder. Habe ich noch Zeit, den zu nehmen? Ja, knapp, knapp Zeit. Es sind zwei Grüne. Zwei grüne, verseuchte, verstrahlte, hinterhältige, die ich jetzt irgendwie nochmal anlocken muss. Ob das jetzt die beste Strategie ist, weiß ich nicht, aber ich meine, dafür ist hier mein Gebautes hier da, um genau mit sowas fertig zu werden. Gar nicht so einfach. Die sind auch echt fix unterwegs. Da kann ich mich jetzt schon auf den nächsten Blutmond freuen, wenn die hier zum Standardrepertoire werden. Ich guck mal, ob so ein Kopfschuss trotzdem irgendwie hier ein bisschen hilft. Upsa. Ja, Kopfschuss ist schon mal eine gute Sache. Ja, greif da ruhig an. Dafür ist es da. Okay, jetzt bin ich ein bisschen beruhigt. Das war natürlich auch ein harter Brocken. Das war ja auch eben so ein Biker-Typ. Die sind natürlich ein bisschen zäher. Das war mir auch schon vorher bewusst. Kommen da jetzt noch mehr? Die kommen auch immer nur so ein Stückchen weit mit, ne? Okay, das wird jetzt also eine taffe Geschichte werden. Habe ich mich heute eigentlich gar nicht so drauf eingestellt. Ich dachte, das wird jetzt eine ganz ruhige Nummer. Aber leider ist dem nicht so. Also werden wir jetzt hier schon noch ein bisschen Arbeit haben, um das jetzt hier wieder zu bereinigen. Ich hoffe jetzt, dass es zumindest mit diesen ganz harten Typen vorbei ist. Das werden wir ja gleich sehen, ne? Ich könnte mich auch da drauf stellen. Ich sehe gerade, das wäre auch nochmal eine Idee. Wenn sie nicht gerade von oben runterfallen. Okay. Also ich meine jetzt auf diesen Lüftungsschacht, ne? Das wäre auch nochmal so eine Methode vielleicht, dass ich nicht den ganzen Weg zurücklaufen muss. Und jetzt falle ich runter. Zum Glück ist nichts passiert. Müssen wir mal schauen, inwiefern ich hier das sieht natürlich kurios aus, was da passiert. Oh je. Ja, aber so können wir die Sache vielleicht in den Griff bekommen. Schon wieder ein bisschen weit weg für die Schrotflinte.
und plumps und da fallen sie aber. Sehr unangenehm, also wirklich unangenehm, dass plötzlich anfängt, Zombies zu regnen. Aber ich denke mal, jetzt ist gleich vorbei. Na komm schon, also irgendwie... Meine Zielkünste sind heute auch nicht die besten. Irgendwo haben wir noch einen. Aber das ist sowas von eine Message an mich, hier zu verschwinden. Phänomenal. Die sind jetzt hier eine Etage tiefer, da muss ich mal gucken. Ja. Ich hoffe jetzt mal, das war's. Jetzt habe ich ein ungutes Gefühl, weil vermutlich meine Schutzmechanismen da auch nicht mehr greifen, was die Etage angeht. Da müssen wir am besten mal hier reingucken. Irgendwo knurrt's gewaltig. Ich kann es nicht einschätzen. Da habe ich mich jetzt aber wirklich in die Nesseln gesetzt, ne? Eventuell haben wir Glück und es ist hier. Tatsächlich, guckt euch das an. Es sind überall wieder... Da müsst ihr jetzt kommen, ne? Ja. Noch mehr? Das ist jetzt die Frage. Okay, so ein paar Krabbler. Und noch mehr Hunde. Und noch mehr Krabbler. So, komm du jetzt auch noch rum. So, die Frage für mich ist jetzt eigentlich nur Hund oder nicht Hund. Also eine Etage tiefer würde mich das jetzt nicht so stören. Aber hier sollte es schon leer sein. Da muss ich jetzt dran arbeiten, auch wenn ich ein schlechtes Gefühl dabei habe. Müssen wir jetzt einfach mal allen Mut zusammennehmen. Da hinten ist noch wer. So, jetzt einmal hier schauen. Leer, gut. Ich glaube, es knurrt von unten, ne? So, gut, der Block steht noch, das ist gut. Aber hier ist es auch wieder heil, ne? War das nicht kaputt? Ach ne, hier war das. Okay, okay, okay. Ja, gut, gut, gut. Ich sehe schon, es ist schwierig hier. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Was genau kann ich denn da noch tun? Ich schau mal. Ja, da unten, ich sehe es.
So, der ist schon mal weg. Es ist natürlich unangenehm, wenn plötzlich alles wieder voll ist, ne? Damit konnte ich tatsächlich jetzt so nicht rechnen. Aber das sollte mich jetzt nicht weiter stören. Ich habe auch keine Lust, dieses Krankenhaus jetzt jedes Mal neu zu erobern. Deswegen werden wir jetzt hier unser Lager abbrechen und zusehen, dass wir hier irgendwie besser klarkommen. Ich werde als erstes mal anfangen und so einen Gebietsschutzblock hier in die Nähe setzen. Am besten mitten drauf. Weil, wenn ich das jetzt richtig sehe, hier verhindert das Widerschein von Zombies. Das Platzierungsfenster zeigt die Größe des Gebiets an. Nur die letzte Platzierung ist aktiv. Was mag das denn jetzt heißen? Und Begrenzung anzeigen. Ah ja, oh, die ist groß. Die ist groß. Damit komme ich ja doch durchaus jetzt mit dem Krankenhaus erstmal zurecht. Na gut, bis da unten, das reicht mir. Okay, das ist doch gut. Ich muss sagen, das beruhigt mich jetzt erstmal. Jetzt können wir zumindest unsere Tools mitnehmen und müssen die nicht unten nochmal neu bauen. Das ist doch schon mal schön. Ja, wichtig, dass wir das bei der Hortenfestung auch nochmal bauen. Nicht, dass dann plötzlich unten im Keller, da wo sie dieses Loch gebuddelt haben, es dann anfängt... Oh, Erdung. Dass da dann noch wer kommt. So, dieser Airdrop ist wie für mich gemacht. Ich denke mal, wir können hier relativ gut absehen, wo der hinkommt. Wir müssten eigentlich nur komplett von hier aus nach Westen. Das heißt, wo mag das sein? Vielleicht bis hier, so in die Richtung. Geht noch ein bisschen weiter hoch. Vielleicht können wir es doch noch genauer. Sieht irgendwie alles ein bisschen ungenau aus. Naja gut, ja doch, das kommt schon ganz gut hin. Und ich glaube, die Entfernung könnte auch einigermaßen stimmen. So, was passiert jetzt hier mit meinem Eisen und Lehm? Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich ist das dann weg. Ach so. Das werden wir gleich sehen. Aufwendig, so ein Umzug, ne? Also, schade, dass wir diese große Truhe da nicht mitnehmen können, wahrscheinlich. Vielleicht bleibt es auch drin, oder? Nee, guckt mal, ich glaube, es ist wieder hier reingekommen, ne? Ich kann es gerade nicht so richtig einschätzen, hätte ich vorher mal gucken müssen. Den nehmen wir natürlich auch mit, ganz klare Kiste. Dann haben wir schon mal die wichtigsten Möbelstücke quasi. Und dann geht es natürlich noch daran, dass wir unsere Ausrüstung nach und nach rausholen müssen. Weil ich denke mal, solange jetzt der Gebietsschutzblock da steht, haben wir die Chance, auch immer mal wieder hochzugehen. Die Frage, die ich jetzt habe, ist, kann man mehr als einen eigentlich haben? Weil das nur die letzte Platzierung ist aktiv. Also da, wo er steht, so verstehe ich das jetzt. Ich hoffe, das ist auch so. Wir können schon mal die Sachen hier mitnehmen, die ganz cool sind. Sind natürlich noch viele andere Sachen, die wir auf jeden Fall brauchen und mitnehmen sollten, aber das sind zumindest die essentiellen Dinge. Vielleicht erstmal so, ne? Für so einen ersten Auszug. Ich höre hier natürlich auch schon wieder so irgendwen vorbeistrolchen. Hätte so eine Wanderhorde sein können, theoretisch.
Weiß man jetzt nicht genau. Okay. So, jetzt quäle ich mich hier schon so ein bisschen lang. Hier nochmal kurz runtergeguckt. Oh, das Wetter wird jetzt auch wieder schön. Gut, machen wir jetzt gar nicht so einen großen Heckmeck draus. Haben wir hier eigentlich noch was drin? Das würde ich... Nee. Erstmal bringen wir jetzt unsere Sachen nach Hause. Und dann würde ich vorschlagen, suchen wir den Airdrop. Der wird da ja sicherlich irgendwo rumliegen. Und wenn man sie jetzt gleich richtig wegsortiert, dann könnte das helfen. Zum Beispiel Baumaterialien. Naja, damit kann man Sachen bauen. Also ist das für mich jetzt erstmal Baumaterial. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber wir gucken mal. Dann natürlich hier unsere Möbel. Die sind nochmal ein gewisser Sonderfall. Die packe ich jetzt mal hier rein. Mehr Schutzblöcke brauche ich jetzt auch erstmal nicht. Das würde ich auch demnach als Baustoff sehen. Genauso wie das und das. Und das packe ich da auch erstmal rein. So, Medikamente. Medikamente haben wir hier. Ach, das war ein Bier. Das ist Nahrung. So, Futter ist da, genau. Zack. Gläser auffüllen können wir, wenn wir den Airdrop... Ja, wenn wir den Airdrop holen, vielleicht nochmal machen. Je nachdem, wie weit er denn jetzt weg ist. Das müssen wir mal schauen. Ich glaube, damit kann ich jetzt erstmal leben. So, und jetzt schauen wir mal. Eieiei. So, hier lang. Ich gehe mal davon aus, dass der hier irgendwo in die Richtung jetzt runtergegangen sein wird. Vielleicht macht er sich auch nochmal bemerkbar mit einem kleinen Wölkchen. Das wäre natürlich fantastisch, aber muss man jetzt nicht erwarten. Doch so weit eventuell. Ach, da... Nee, ich wollte gerade sagen, da ist das Wölkchen. Nee, ist es nicht. Ich hole jetzt nur mal schnell Wasser, wenn wir gerade eh hier sind. So, und jetzt gucken wir noch mal. Er könnte natürlich, bevor ich jetzt zu weit fahre, will ich einmal hier oben auf diesen Hügel gucken, dass er hier irgendwo in den Bäumen runtergegangen ist. Wo ich es jetzt vielleicht nicht so gut sehen kann. Nee, demnach muss es weiter sein. Ich hoffe natürlich jetzt nicht ins Wasser, haben wir da schon mal geguckt eben. Ich weiß auch gar nicht, was passiert, wenn er aufs Wasser fällt. Ist er dann kaputt? Wahrscheinlich oder so. Ich weiß es nicht genau. Aber Airdrops sind natürlich essentiell und sollten auch eingesammelt werden. Wenn man denn schon mal das Glück hat, dass sie einen vor die Füße fallen, mehr oder minder. Es sah zumindest so aus, aber gut. Manchmal täuscht man sich auch.
Ja, das, ich gehe davon aus, dass das hier wieder popularisiert ist. Also würde ich da jetzt ungern reingucken müssen. Jetzt fahre ich hier nochmal ein Stückchen hoch. Ach, da hinten, doch so weit, ne? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Sah irgendwie näher aus, aber ich bin nur froh, dass es dich ins Wasser geplumpst ist. Und letztlich haben wir ihn ja gefunden, also alles ist gut. Da ist das schöne Stück. Gucken wir mal, was wir diesmal haben. Futter und eine Nagelpistole. Normalerweise könnte man sich über die Nagelpistole sehr freuen, wenn man noch keine hat. Ich habe jetzt schon eine, naja, gut. Ah, das mit der Nahrung, ja, gut. Naja. Also jetzt sicherlich nicht der lohnenswerteste, den wir bisher aufgesammelt haben. Na? Klick, so, weg ist es. Allerdings muss es ja auch nicht immer, ne? Wir freuen uns ja über alles, was wir kriegen können. So, weiter geht's. Jetzt gleich straight wieder zum Krankenhaus. Ja, vielleicht. Jetzt bin ich tatsächlich so ein bisschen verunsicherter als vorher. Ich war sonst relativ selbstsicher unterwegs. Aber ich muss sagen, das kam jetzt doch überraschend. Hier können wir übrigens noch ein bisschen Baumaterialien, aber hatte ich letztes Mal schon erzählt. Baumaterialien holen. Wie sieht das mit meiner Versorgung aus? Mit Essen und Trinken? Habe ich jetzt gar nicht so viel dabei, ne? Doch, ein bisschen, das reicht noch. Könnt ihr auch mal so ein Maisbrot essen, ne? So, und dann machen wir das hier nochmal schnell voll. Mit Dingen, die wir jetzt nicht unbedingt mitnehmen müssen. Ein Verband nehmen wir mal doch schon. Das nehmen wir doch noch mal mit. Habe ich jetzt doch ein ungutes Gefühl. So, also jetzt geht's an die Truhen. Die Truhe leer, haben wir eben schon geguckt. Hier nur die eine Truhe, auch leer, hatten wir auch schon geguckt. Dann würde ich sagen, als wichtigstes erstmal würde ich behaupten, ist natürlich, die Kerzen lassen wir übrigens alle da, habe ich beschlossen. Am wichtigsten wären vermutlich die Medis. Damit sind wir jetzt auch schon gut gefüllt. Und auch Essen wäre eine interessante Sache. Gerade jetzt die, wo wir so viel von haben hier. Naja, eigentlich brauchen wir gar nicht so viel sortieren. Ich nehme es ja letztlich doch alles mit. Okay. Da haben wir wieder eine Ladung. Die können wir jetzt rüberbringen. Wir hätten auch eben gleich nochmal zur Händlerin fahren können, wenn wir eh in die Richtung unterwegs sind. Habe ich jetzt nur gerade gar nicht dran gedacht. Ich
denke mal, allein aus historischem Anreiz heraus lassen wir unsere Bebauung komplett, wie sie ist. Wir nehmen halt nur die Sachen mit. Ach, ich glaube, es geht schneller als erwartet jetzt mit dem Umzug. Das werden wir jetzt flott hinkriegen. Ist jetzt meine Prognose. Ich hoffe, die trifft zu. Medikamente. Ich muss mich erstmal an die Reihenfolge gewöhnen hier jetzt. Naja, das ist eher kein Medikament in dem Sinne. Da würde ich fast eher noch hier diese Soße hinpacken. Gut, schaffen wir noch? Ja, ich glaube, wir schaffen noch was. Ein-, zweimal müssten wir das, dreimal, viermal müssten wir wahrscheinlich noch los, wenn wir jetzt wirklich alles herholen wollen. Wir müssen ja heute vielleicht nicht alles machen. Haben wir bei der Apotheke ja auch nicht gemacht, ne? Da ist ja auch noch alles voll mit Zeug. Ist ja auch viel Zeug, was man vielleicht gar nicht unbedingt braucht. Aber, upsala. Aber es ist einfach so fürs Wohlempfinden. Ich mag es lieber, wenn es dann alles an einem Ort ist und ich weiß, wo mein Stuff ist. Ich weiß nur noch nicht, ob wir den Gebietsschutzblock dann auch oben lassen. Da bin ich mir noch unsicher. Wir werden... Oh, ich glaube, wir sind ja bestimmt noch 10-mal unterwegs. Kleidung ist auch so übelst voll, ne? Guckt euch das mal an. Wirklich übel voll. Ob man das überhaupt alles braucht, ist halt immer die Frage, ne? Also das erstmal. Hopfen wollten wir ja auch mal anbauen. Baumwolle und Hopfen und sowas. So, das wäre noch wichtig. Das können wir mitnehmen. Letztlich diese Teile hier natürlich auch. Und jetzt sind wir auch mehr oder minder schon wieder voll. Sind erstmal wieder voll. Ich denke mal, die Fuhre bringen wir noch weg. Dann geht es nochmal zur Händlerin. Und den Rest machen wir jetzt so peu à peu. Ich muss jetzt nicht alles an einem Tag machen. Das ist ja auch eher ein bisschen langweilig. Wenn nicht gerade eine riesige Zombie-Armee auf einen wartet. Und plops, weiter geht's. Ja, es war eine gute Idee, nicht zu weit weg zu bauen. Das war ja genau der Ansatz, den ich schon hab kommen sehen, dass wir hier doch unser Schläppchen haben werden, das alles herzubringen. So, jetzt hatten wir das als Medikament eben eingestuft, also müssen wir es hier jetzt auch machen.
Waffenteile sind natürlich auch, gehören da natürlich auch mit rein. Und das hier fällt eher so in die Kategorie Baustoffe, genauso wie das. Und das dahin. Und dem Motorrad hatte ich, glaube ich, auch noch ein paar Sachen. Wo ist es denn jetzt hin? Ich glaube, ich muss mir nochmal einen schönen Parkplatz überlegen. Das gefällt mir noch nicht so richtig. Nahrungsmittel, noch weitere. Honig ist natürlich kein Nahrungsmittel in dem Sinne. Werkzeuge. Das fällt in den Bereich Waffen, glaube ich, ja, würde ich sagen. Jetzt nehmen wir unser Geld mit. Wir bräuchten auch noch Holz. Deswegen könnte ich noch mal eine... Ich könnte ein bisschen Holz noch organisieren, indem ich mir jetzt eine Axt hole. Ich glaube, das ist noch nicht bei den Werkzeugen drin. Na, gucken wir mal. Vielleicht ja doch. Nee, dachte ich mir fast. Die Sachen hier muss ich natürlich noch sortieren. Ja, ich sehe ja schon, es macht Sinn, wenn es sortiert ist. Wo habe ich denn jetzt diese dusselige Axt hingepackt? Oder habe ich die jetzt übersehen? Diese schöne, schwere, große, brachiale, alles zerstörende Axt. Finde ich tatsächlich jetzt gerade auf Anhieb nicht. Weil ich es als Waffe einsortiert habe. Okay. Ja, das ist tatsächlich das Problem, wenn man da nicht konsistent unterwegs ist. So, also müssen wir doch noch einmal in die Richtung Brömen. Wir könnten jetzt nochmal unsere Abkürzung hier nehmen über die Brücke. Wenn ich das jetzt auf Anhieb finde, muss ich mal schauen. Könnte ich mir auch mal einen Marker setzen, dass das leichter ist. Ja, zumindest jetzt scheint es ein bisschen ruhiger geworden zu sein. Aber wir haben ja auch einiges jetzt weggenommen. Reicht ja eigentlich auch für heute. Und nachts kommt dann ja bestimmt auch noch mal so ein bisschen was. So, Jen. Sag mal an. Meds, Drugs, Booze. Gern alles. Was kann sie uns denn heute offerieren? Erstmal schaue ich natürlich hier nach Antibiotika hat sie da. Okay, der Militärhelm, ich erinnere mich. Das war ja auch nochmal so eine Sache, die ganz cool wäre. Am Tag 64, also wir hätten noch ein bisschen Zeit dafür. Aber ich glaube, das war's hier. Aber das ist auch nicht die Sache, die ich haben wollte. Ich wollte eigentlich nach Dynamit gucken. Jetzt hat sie heute natürlich kein Dynamit dabei. Das ist ein bisschen schade. Aber ist vielleicht jetzt auch erstmal nicht so schlimm. Dann holen wir jetzt halt andere Sachen. Ich denke mal, Schießpulver wäre auf jeden Fall eine Sache, die wir mitnehmen sollten. Okay, da hat sie auch gar nicht so viel. Aber besser als nichts. Bauplan. Natürlich, das ist das Beste eigentlich. Jetzt kann ich mir das nicht mehr leisten. Ich werde bekloppt.
Also tatsächlich ist das hier, glaube ich, eine sehr sinnvolle Sache. 2400, wie kriege ich das denn jetzt? Kann ich hier irgendwas verkaufen, was ich dabei habe, was sie geil findet? Wahrscheinlich eher nicht. Da müsste ich aber schon reichlich verkaufen hier. 200. Fehlen immer noch. Guck mal, ich müsste ja 2000 Steine hier und dann könnte ich mir das leisten. Ist natürlich ein bisschen bitter, wenn meine ganzen Steinvorräte weg sind. Aber vielleicht machen wir das jetzt einfach mal und ich investiere das da jetzt rein. Na kommt. So, weil das Rezept ist tatsächlich eine schöne Sache. Da habe ich jetzt schon so drauf, lang drauf spekuliert. Das hat sich doch gelohnt. Vielleicht werden wir dafür jetzt hier belohnt, indem hier noch ein paar schöne Sachen drin sind. Nein, okay. Da es jetzt schon ein bisschen später wird, schlage ich vor, dass wir erstmal in Richtung Heimat fahren und dann nochmal ein paar Bäume wegnehmen. Damit wir dann zur Not einfach schnell wegkommen. Das ist, glaube ich, die bessere Idee. Aber ob ich mich denn jetzt hier verfange? Es ist steiniger, als ich dachte hier. So, nochmal das Großlicht anmachen. Jetzt sehen wir auch ein bisschen was. Und jetzt mit Schwung. Vielleicht schaffen wir es diesmal. Ich versuch's mal. Ja, mit Schwung geht's. Hier stehen natürlich eigentlich schon ein paar gute Bäume rum, die man einfach mal mitnehmen könnte. Vielleicht machen wir das gleich mal. Und nehmen uns einfach noch ein paar davon mit. Wir wissen ja jetzt, wie man schnell an Steine kommt. Indem man einfach munter nach Schätzen gräbt. Das war ja letztes Mal, glaube ich, das, was uns so viel davon eingebracht hat. Aber Holz brauchen wir schon noch mal ein bisschen, weil ich wollte eigentlich heute Nacht bauen. Und da wäre es natürlich schon schön, wenn wir dann das Material dafür hätten. Jetzt habe ich gar keine Nahrung dabei. Gut. Dann wollen wir es mal jetzt auch nicht übertreiben. So, was haben wir denn jetzt hier? 800. Ich mache mal die 1000 noch voll. Ich weiß nicht, was ist das? Ein Baum noch? Zwei Bäume noch. Das ist jetzt so ein Ego-Ding, dass ich sie noch nicht ganz voll habe, glaube ich. Da sollten wir vielleicht drüber stehen. Können wir auf dem Weg noch einen Baum mitnehmen? Hier sieht es auf jeden Fall jetzt schon gut kahl aus. Immer noch nicht meine 1000 voll. Was ist denn da los? So, während die Nacht jetzt ja reinbricht. Jetzt erstmal schnell wieder zurück ins Nest.
Herrlich. Okay, das hat geklappt. Ja, eine Waffe ist das nicht. Das ist ein Werkzeug. Für mich. So sollten wir es vielleicht auch bewerten. Jetzt geht das hier schon gut. Oh, guckt mal, hier ist ja... Ach nee, da hatte ich nur noch nicht fertig gebaut. Nicht kaputt, nur nicht gebaut. Da war, glaube ich, die Folge dann einfach zu Ende letztes Mal. So, jetzt nehmen wir so ein bisschen davon mit. Unser Geld haben wir komplett aufgebraucht. Jetzt wollte ich aber noch mal gucken. Die natürlichen Antibiotika brauchen eine Chemiestation. Man kann es auch über dem Wasser kochen irgendwie. Dann ändert sich so ein bisschen... Ach so, dann braucht man weniger. Pilze. Oh, ich weiß gar nicht, haben wir überhaupt jemals schon mal Pilze gefunden? Na, wo bist du denn jetzt? Jetzt wuselt sich hier so... Und ich treffe sie auch nicht. Und bleib doch mal stehen. Okay, das nervt mich. Die müssen wir jetzt mal... kurz hier so klären. Auch gleich zwei davon, hatte ich gar nicht gesehen. Schön. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Was ich auf jeden Fall mache, das hat mich jetzt die Tage schon immer genervt hier. Meine Mobilität ein bisschen erhöhen. Achso, ist das überhaupt die richtige Stelle? Nee. Okay, so, wo? Ja, das funktioniert doch schon ganz gut. Ich hatte ja gesagt, wir wollten ein bisschen bauen. Das ist auch tatsächlich so. Und zwar unten, ich hatte es ja gerade gezeigt, waren wir noch gar nicht fertig. Damit könnten wir jetzt erstmal anfangen. Muss ich nur wieder gucken, dass wir es richtig rummachen. Und ich nicht rückwärts in meine Grube reinfalle. Das wäre natürlich jetzt auch unschön. Na, warum hakt's da? Ach so, weil der im Weg ist. Ja, diese ganze Konstruktion muss ich ja eh nochmal überdenken, glaube ich. Mit diesem zweiten Pfeiler da, der ist ja nicht so richtig geglückt von der Theorie her, wie ich mir das vorgestellt habe. Und könnte sicherlich auch noch ein bisschen stabiler daherkommen, als es jetzt der Fall ist. Aber wir wollen mal nicht zu hart ins Gericht gehen. Immerhin hat sie auch ganz gut gehalten jetzt. Zumindest in der ersten Nacht. Hier kommen wir dem Boden schon ziemlich nahe. Da müssten wir vielleicht auch noch mal ein bisschen was wegnehmen. Sonst hacken die mir das hier eh alles kaputt. Dann das Beleuchtungskonzept hier noch mal überarbeiten, weil wir natürlich jetzt hier diese Fackeln haben, die im Weg sind. Auch noch nicht ideal. Aber zumindest kann man jetzt schon mal grob sehen, in welche Richtung das hier geht.
dass wir einfach dieses Konzept weiterführen. Ja, doch. Finde ich soweit erstmal gut. Da gefällt es mir nicht. So, erstmal die richtige Waffe wählen. War es das oder kommen da noch mehr? Mal schauen. Achso, hier auf der Seite ist es wahrscheinlich genauso geartet jetzt erstmal, ja. Ja gut. Ich werde es jetzt auch noch nicht befestigen. Mir geht es jetzt erstmal darum, ein gewisses Konzept auszuarbeiten weiter. Man könnte natürlich da dann noch eine Reihe vorsetzen jeweils. Das weiß ich aber noch nicht, ob ich da jetzt Lust zu habe. Vielmehr... Hier haut das hin auf der Seite. Und hier auch. Hier auch, aber nicht, wenn man es weiterbauen will. Okay, das verstehe ich. Guckt mal, 1500. Das ist natürlich wirklich eigentlich doch schon relativ stabil. Hier noch nicht. Da brauche ich natürlich Pflastersteine. Jetzt habe ich meine ganzen Steine ja verballert. Lehm. Klar, Lehm haben wir aber oben. Und zwar reichlich. Da bräuchten wir jetzt 20 Stück, aber ich mache jetzt mal 50. Immer gut, wenn man gleich ein bisschen Vorrat hat. An unserem Holz waren wir jetzt noch gar nicht dran. Das war noch alles Bestandsform. Also könnte man jetzt vielleicht doch schon mal dazu übergehen, hier ein bisschen was zu machen. Naja, geht ja schnell, ne? Vielleicht huscht man doch mal durch und guckt mal, wie weit wir kommen. Ist ja doch eine teure Angelegenheit. Richtiger Erledigungstag heute, ne? Also gar nicht so spaßig jetzt irgendwie, sondern eher so ein bisschen abarbeiten. Muss ja aber auch mal sein. Zumal der nächste Blutmond ja dann auch wieder nicht allzu lang auf sich warten lässt. Was haben wir denn? Zwei noch, ne? Zwei noch. Das heißt, jetzt wir hatten einen dann, ja, doch. Morgen quasi. Oh, wir müssen was essen, glaube ich, ne? Ja, wir müssen was essen, aber ich gehe jetzt in dem Wusel gar nicht dran gedacht. Das soll natürlich auch so sein. Und ich werde jetzt ganz pflichtbewusst auch das Wasser trotzdem nochmal abkochen. Aus alter Gewohnheit heraus. Ich dachte, ich hätte die jetzt irgendwie eingepackt. Wohl nicht. So, nochmal. So, wie lange braucht das? 4 Minuten irgendwas? Ne, 20 Minuten. Eieiei, das dauert aber wirklich reichlich lange. Das heißt, wir brauchen genug Brennstoff. So können wir das, glaube ich, machen. Ja. So können wir das machen. Weiter geht's. Das heißt, wie weit waren wir denn jetzt eigentlich durch? Hier ist alles gut soweit. Ja, 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 ja. Ja, das sieht schon ganz, ganz ordentlich aus, glaube ich. Demnach könnten wir jetzt...
Thema Baustoffe nochmal hier unsere... Ach nee, da brauche ich ja Reparaturkits für. Die habe ich jetzt gerade gar nicht da. Genau, ja, wir machen jetzt was anderes. Wir bauen jetzt, überlegen uns, wo wir unsere Gebäude hinbauen. Gebäude unserer Möbel, nenne ich es jetzt mal. Die brauchen ja auch einiges an Platz und das sollte vielleicht nicht unbedingt unten passieren, wo sie angegriffen werden können. Jetzt müssten wir natürlich vom Konzept grundsätzlich überlegen, reicht uns der Turm oder werden wir mehrere Türme nebeneinander bauen? Das war ja schon mal so der Ansatz, deswegen hatte ich ja das hier überhaupt erst probiert in die Richtung. Aber vielleicht sollten wir nicht gleich zu Größen wahnsinnig werden. Ich werde aber Folgendes machen, wir nehmen jetzt mal diese Kerze und den baue ich mal kurz ab und dann... Obwohl, nee, das muss gar nicht sein. Wir machen es, oder doch? Ich bin gerade so ein bisschen hin und her. Doch, wir machen es jetzt. Wir bauen den ab und merken uns mal, was das für einer war. Das sah ja ganz schick aus. So, und jetzt bauen wir hier einfach so einen Gebietsschutzblock. Also am liebsten hätte ich ihn halt da, ne? Deswegen habe ich gerade so gezögert. Aber jetzt kriegen wir erstmal wieder Besuch. Am liebsten hätte ich ihn tatsächlich hier unten drin. Das mache ich nochmal schnell und dann kümmern wir uns um den... Zombie oder... Ich weiß nicht... Er weicht aber auch immer aus, ne? Ach, noch mehr. Na gut. Dann mache ich jetzt erstmal mein Ding hier. So stelle ich mir das vor. Da kommt jetzt der Block rein. Dann brauchen wir wieder so eine Säule, wie ich sie eben gebaut hatte, abgerissen habe. Das fand ich eigentlich ganz schick. Ich glaube, genau, das war so eine. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ach du je, naja gut. Dann sieht sie jetzt halt so aus. Ich wollte sie eigentlich aus Holz behalten. Ach guck mal, ist ja niedlich. Das in Ministeinchen ist es. So, wo seid ihr denn? Hier. Noch mehr oder war es das? Ich glaube, das war's. Es sieht für mich irgendwie befremdlich aus. Nicht sehr geglückt. So ein quasi Downgrade wäre jetzt schön. Aber nun gut, so verhält es sich. Macht das Sinn, dich hier so hinzubauen? Sind natürlich schon so ein bisschen sperrig groß jetzt, ne? Und ärgerlich, dass ich die Halter, die Säulen innen gebaut habe. Das Problem hatten wir hier auch schon. Aber irgendwo müssen sie halt auch hin, ne? Und ich möchte jetzt auch nicht diese Station, wo ich häufiger mal dran muss, ganz nach oben bauen. Deswegen bleibt mir jetzt eigentlich nichts anderes übrig, als sie hier so ein bisschen hässlich zu platzieren. Das ist, glaube ich, die nächstgrößere. Passt die hier überhaupt irgendwo hin? Die ist ganz breit, ne? Ich befürchte, so richtig schön kann man es gar nicht machen. Bin ich überfragt. Vielleicht mache ich die Seite einfach zu und verzichte halt drauf, dass ich da ran kann. Oder ich sehe zu, dass ich diese Balkenkonstruktion überdenke. Aber dann sollte ich wahrscheinlich erstmal eine Alternative bauen, bevor ich den wegreiße, ne? Wie sähe das denn aus, wenn man jetzt den Balken einfach nach außen setzen würde? Das könnten wir einfach wenigstens mal probieren. Das wäre dann dieser Pfosten.
Und gibt dir überhaupt genug Halt? Das weiß ich gerade gar nicht. Aber ich gehe jetzt mal davon aus. Ich denke, das können wir machen. Wir werden ja gleich sehen, ob es mit dem Zusammensturz meiner Bebauung hier quittiert wird oder ob es tatsächlich klappt. Aber ich würde jetzt erstmal davon ausgehen, dass es klappt. Dann kommen wir zumindest noch mal ein ganz bisschen näher ran und es sieht nicht ganz so fürchterlich aus. Ja, das scheint zu gehen. Jetzt könnten wir die theoretisch auch hier hinbauen. Ja, das ist gut, das gefällt mir. Vielleicht setzen wir die Werkbank dann auch noch mal ein bisschen zur Seite. Ich weiß es gerade noch nicht. Mal schauen. Ups. Ja, viel gebaut heute. Oh nein. Ah. Okay, das war jetzt ja abzusehen, dass das zu Problemen führen kann. Ihr seht also, morgen werden wir ein bisschen aufbauen müssen. Ein bisschen lustig finde ich es ja ehrlich gesagt schon. Da können wir gleich mal ein Foto von machen. Einfach Hordenbasis auf Wish bestellt. Dann passiert das. Aber es ist zum Glück nicht so viel kaputt gegangen. Alles gut. Ja, blicken wir halt heute eine Etage tiefer in den Sonnenaufgang. Es war wieder sehr unterhaltsam, sehr abenteuerlich mit dem Krankenhausdach, dass da doch nochmal so eine massive Gewalt an Zombies kam. Hier werden wir jetzt morgen einfach mal durchfegen müssen. Sieht auch nett aus, aber ist natürlich nicht sehr zielführend. Und dann freue ich mich darauf, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Bedanke mich fürs Zusehen und ja, bleibt gesund, bleibt am Leben. Und bis dann, euer Alex. Macht's gut, ciao.